Heute stellen wir euch den Campingplatz Omisalja vor. Herzlich willkommen zu diesem Video aus Kroatien. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fahren zur Fähre und lassen uns von Pag übersetzen nach Prisna. Dann fahren wir weiter über die Adria Magistrale Richtung Norden zur Insel Krk. Dort wollen wir noch 2 Tage auf dem Campingplatz Omisalje verbringen. Die Fährzeit beträgt 15 Minuten, kostet 22,30 Euro in der Nebensaison für ein Wohnmobil bis zu 7 Metern, Stand 2023. Die Fähren fahren mindestens 12 Mal am Tag. Zwischen den beiden Campingplätzen Olea auf Pag und Omisalja auf Krk liegen 120 Kilometer. Der Campingplatz Omisalja ist ein 4,5-Sterne-Campingplatz, ist rund um die Uhr geöffnet und auch das ganze Jahr. Er hat eine Fläche von 10 Hektar und liegt direkt am Meer auf der schönen Insel Krk in der ruhigen, aber auch lebhaften Bucht Puszka. Der Campingplatz ist sehr luxuriös und verfügt über 180 Stellplätze, die alle Anschlüsse haben. Das heißt, Strom, Wasser und Abwasser sind auf jedem Platz vorhanden. Dann gibt es noch 120 Mobilheime. Haustiere sind auch erlaubt. Thank you.
das schöne historische Stadtzentrum Omisalja liegt 3 Kilometer vom Campingplatz entfernt und man kann sehr gut mit dem Rad oder zu Fuß dorthin kommen. Here on the road, and our love takes center stage.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video sind wir in Slowenien. Bleibt gesund, bis dahin. Christa und Hermann vom Kanal Conroad.